Das Ausmaß an Gewalt, das wir mittlerweile zur Kenntnis nehmen müssen gegen Flüchtlingsunterkünfte, ist erschreckend. Wenn mittlerweile mitten in Deutschland Handgranaten in Gebäude geworfen werden, das muss konsequent aufgeklärt werden. Die Täter müssen konsequent bestraft werden. Wir wollen nicht, dass es irgendwann Tote gibt in Flüchtlingsheime durch solche Taten. Die Zahlen, die das BKA jetzt vorgelegt hat, dass wir im letzten Jahr über 1000 Übergriffe und Straftaten gegen Asylbewerber und Flüchtlingsunterkünfte hatten, sind ebenso erschreckend und machen deutlich, dass wir uns mit einem Problem großen Ausmaßes auseinanderzusetzen haben. Und unter anderem auch deshalb habe ich meine Kolleginnen und Kollegen Justizminister der Länder und Vertreter der Behörden in den kommenden Wochen gebeten, in einem Justizgipfel gemeinsam über Strategien zu reden, wie man Extremismus und insbesondere rechtsextremistische Gewalttaten besser bekämpfen kann, bestrafen kann, wo wir noch besser zusammenarbeiten können. Denn im Ergebnis handelt es sich hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem, bei dem wir alle aufgefordert sind, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten entschieden dagegen zu halten. Das ist eine neue Dimension, wenn Handgranaten geworfen werden. Wir wissen nicht, wo diese Granate herstammt, aber wir haben ja ohnehin schon bei den Anschlägen in Paris festgestellt, dass Waffen und auch Explosionsgüter anscheinend im Internet relativ einfach zu beschaffen sind. Auch das ist eine Initiative, die wir auf europäischer Ebene im Moment vorantreiben, die Möglichkeiten an Waffen und Sprengstoff heranzukommen, deutlich zu erschweren. Und das hat sich auch hier gezeigt, dass das auch für uns national ein Thema bleiben muss.